Moin zusammen. Ist schon wieder ein Wochenende. Zeit läuft im Moment enorm schnell. Wetter wie gehabt, mal auf, mal nieder. Schauer, bald ohne Ende, aber dann staubt es auch nicht so sehr. Ne? Jetzt haben wir im Moment Sonnenschein draußen. Und was passiert sonst in der Welt? Ja. Wetter ist ja auch immer das Gleiche. Putin wird jetzt drastische Reaktionen auf die US-Sanktionen vornehmen. Das wird kommen, definitiv. Was immer noch übel von übel ist, und da bin ich für, die Strafen für etwaige Gaffer sollten drastisch, aber wirklich drastisch erhöht werden. Sowohl bei den Unfällen als auch jetzt beim Hochwasser, da passiert das Gleiche wieder. Es ist übel, was dort teilweise abläuft. Und dann stehen sie mit ihren Handys und wollen alles fotografieren. Man könnte sie auch sonst wohin treten. Ganz heftig sogar. Kommen wir zu den Honigmann-Nachrichten vom 28. Juli 2017, Nummer 1144. Durham, VSA, Fracking. Wie viele Lecks und Austritte von Öl, Fracking-Fluiden und anderen Chemikalien es an Fracking-Standorten tatsächlich gibt, ermittelten Forscher von der Duke University. Für ihre Studie werteten sie alleine in den letzten 10 Jahren gemeldete Austritte der 30.000 Fracking-Standorte in 4 VS-Bundesstaaten aus. Ergebnis: mehr als 6.600 Leckagen und Austritte unterschiedlicher Größe wurden allein dort gemeldet. Zwischen 2 und 16% der Fracking-Anlagen haben die Meldedaten zufolge zumindest einmal potenziell umweltschädliche Flüssigkeiten in die Umwelt freigesetzt. Und ich glaube, das ist wirklich nur die Spitze des Eisberges. Fracking ist eigentlich nur eine Verseuchung der Erde. Ja, sie kriegen auch Öl dabei raus, aber es ist nur eine Verseuchung der Erde und Kaputtmachen der Erde. Ich glaube, das wird sich nochmal ganz heftig rächen. Stockholm, Rohöl, Erdgas, Welt. Forscher am schwedischen Königlichen Institut für Technologie haben nachgewiesen, dass Fossilien von Tieren oder Pflanzen nicht nötig sind, um Rohöl oder Erdgas zu erzeugen. Reden wir seit wie lange von? 10, 15 Jahren? Bestimmt. Es bedeutet, dass diese Energiequellen viel leichter gefunden werden und über die ganze Welt verteilt sein können. Ohne Zweifel hat unsere Forschung gezeigt, dass Rohöl und Erdgas auch ohne Fossilieneinschluss vorkommen. Alle Arten von Felsformationen können Speicher für Öllager sein, behauptete Professor Kutscheloff und setzte hinzu, dass dies sich auf die Gebiete bezieht, welche noch unerforscht als mögliche Quellen für alle Art von Energie sind. Unser Reden. Aber uns wurde ja nicht geglaubt oder viele Leute haben versucht, über uns zu lachen. Komisch, im Nachhinein bestätigt sich das immer alles. Ist schon eigenartig, oder? Oder doch nicht? Desasterrezept Crash. Die Welt steht am Ende des Abgrundes, glaubte von Greyerz, denn sie befindet sich seiner Meinung nach in einer Sackgasse, aus der es kein Zurück mehr gibt. Zur Bekräftigung seiner Ansicht listet er 5 Punkte auf, welches das perfekte Rezept für ein Desaster sein. Wie für viele andere auch, ist der Zusammenbruch für ihn nicht mehr aufzuhalten und seine Empfehlung zur Sicherheit des eigenen Vermögens geht vom Grundbesitz über landwirtschaftliche Nutzflächen oder Wald bis zu Anlagen in Mineralstoffe aus. Was er vollkommen richtig eingeschätzt hat, ist, dass der Besitz vorgenannter Wertanlagen für die meisten Menschen untauglich ist, während er physisches Gold und Silber an sicherer Lagerungsempfehlung empfiehlt. Washington Leitzins. Die VS-Notenbank Federal Reserve, also die Fed, hat ihren Leitzins nicht verändert. Die Fed-Fondsrate liegt weiter in einer Spanne zwischen 1 und 1,25%, teilte die Währungshüter am Mittwoch in Washington mit. Die Fed hatte ihren Leitzins zuletzt im Juni um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Washington Transgender-Armee Ende.
US-Präsident Trump hat am Mittwoch das Verbot für Transgender-Personen im US-Militär verkündet und damit eine umstrittene Entscheidung von Obama rückgängig gemacht, berichteten US-Medien übereinstimmend. Das Militär müsste sich auf das Wesentliche konzentrieren und könnte nicht mit den enormen medizinischen Kosten belastet werden, die dem Dienst von Transgendern einhergingen, fügte er hinzu. Obamas Verteidigungsminister Carter hatte im Juni 2016 durchgesetzt, dass Transgender auch medizinische Versorgung durch das Pentagon in Anspruch nehmen, die sie für die Geschlechtsangleichung brauchen. Da haben sie auf den letzten Rest noch schnell versucht, der neuen Regierung einen unterzuwühlen. Auch wenn vieles nicht klappt, was Trump macht, das geht auf andere Weise dann. Und so wird er das auch schaffen. Washington, Moskau, Russland. Das US-Repräsentantenhaus einigte sich am Mittwoch auf eine Anweisung der Ausweitung der Russland-Sanktionen. Die geplanten Sanktionenausweitungen könnten schärfer ausfallen als bisher erwartet. Trumps neuer Kommunikationschef Scaramucci äußerte sich am Donnerstag gegenüber dem TV-Sender CNN zu den Plänen des US-Präsidenten. Er könnte das Sanktionsgesetz genauso unterzeichnen, wie es vorliegt. Er könnte es aber auch sein Veto mit dem Ziel einlegen, eine noch härtere Regelung für Russland zu verhandeln. Ich kann nicht nur sagen, dumm, dummer Amis. Eine Steigerung gibt es, glaube ich, gar nicht. Naja, nicht umsonst sind sie Amis. Mexiko-Stadt, Mexiko. Laut dem Bericht des Sekretariats des Exekutivvorgangs in der nationalen Sicherheit in Mexiko war der Juni 2017 der gewalttätigste Monat seit 20 Jahren. Das Sekretariat beruft sich auf die offiziellen Daten, die die Staatsanwälte der 32 mexikanischen Bundesländer zur Verfügung stellen. Die Behörden haben für den Juni 2234 Totschläge im ganzen Land dokumentiert. Und fast alle übrigens im Rauschgiftbereich. Caracas, Venezuela. In Venezuela bereiten sich Vertreter von Regierung und Opposition auf die Wahl einer neuen verfassungsgebenden Versammlung am Sonntag vor. Die Opposition, die das Vorhaben vehement abgelehnt hat, Aktion des zivilen Ungehorsams und einen neuen Streik angekündigt hat. Diplomatische Vertretung ausländischer Staaten und venezolanische Sicherheitskräfte bereiten sich auf eine Eskalation der Situation vor. Wenn es da zum Putsch kommt oder kommen sollte, knallt das irgendwo anders in der Welt auch. Tempelberg, Jerusalem. Nach einer leichten Beruhigung der Situation am Tempelberg in Jerusalem sind bei erneuten Zusammenstößen mindestens 37 Palästinenser verletzt worden. Die Menschen seien durch Gummimantelgeschosse israelischer Polizisten getroffen worden und hätten Tränengas eingeatmet, teilte der palästinensische Regierungsdienst Roter Halbmond am Donnerstagnachmittag mit. Die muslimische Führung in Jerusalem hatte jedoch zuvor verkündet, der Status quo an der heiligen Stätte sei wiederhergestellt. Auch da, das ist wie ein Funke, wie eine Bombe, wo die Lunte schon brennt. Wenn das zusammenbricht oder wenn es da losgeht, dann gnade uns Gott. Syrien, Flüchtlingsheimkehrerpflicht. Während in Deutschland bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, ist der Krieg in Syrien zu Ende und das Land von ISIS befreit. Fotos von syrischen Einheimischen zeigen, es herrscht friedlicher Alltag auf den Straßen Syriens. Die Rückführung der Flüchtlinge kann beginnen und die jungen, tatkräftigen Syrer werden in Aleppo als Trümmersyrer benötigt, um die von den VS-Streitkräften zerstörte Stadt wieder aufzubauen. Was nicht wieder gesagt wird, das hatten wir letzte Woche und vorletzte Woche, es sind mehr als eine 500.000 Syrer schon zurückgekehrt, wahrscheinlich schon fast 1 Million. Das heißt, hier dürfen gar nicht mehr so viele sein, die müssen eigentlich schon wieder da sein. Naja, außer sie haben geklaute Pässe. Und das ist so. VAE, VSA. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen Insidern zufolge wegen des Katar-Konfliktes erstmals Öl aus den VSA importieren. Schwachsinn hoch 3. Ich meine, die Arabs, die können selbst nichts, nee, ist klar.
Das genaue Volumen sei unklar, aber die Abu Dhabi National Oil Company habe einen Tanker mit einer Ladekapazität von bis zu 2 Millionen Barrel zur Lieferung im September geordert. Dabei geht es um Schieferöl aus Texas, das mit umstrittenen Fracking-Technik gefördert wird. Es geht alleine auch darum, um das Fracking aufrechtzuerhalten. Man kann damit ja Geld verdienen. An die Arabs, die da Zeugs im Lande haben, die eigene Raffinerien haben. Naja, von den wen auch immer aufgebaut, aber sie haben das. Nee, die brauchen die nicht. Die haben unter sich selbst noch genug Öl. China, Digitalzahlung, Papiergeldabschaffung. Mittlerweile gewöhnen sich immer mehr chinesische Konsumenten an die Bezahlsucht im Alltag mit ihrem Smartphone anstelle von Cash. Die rapide Entwicklung von Online-Shopping und Internethandel hat gute Bedingungen für den Gebrauch des digitalen Konsums in China geschaffen. Das ausgereifte Online-Zahlungssystem macht es für chinesische Konsumenten möglich, das erste Land weltweit zu werden, das den Gebrauch von Papiergeld stoppt, wie sogenannte Experten meinen. Wird es nicht? Da sind unter anderem die Triaden, die machen alles nur per Bargeld. So einfach geht das nicht. Und in China, in Japan gibt es auch solche ähnlichen. Da klappt das auch nicht. Manila, Philippinen. Vergangenen Montag war das zweite Mal, dass Staatschef Duterte vor die Mikrofone trat und die verflossenen 12 Monate Revue passieren ließ. Es war eine sich über 2 Stunden hinziehende Rede, um in der in eigener Weise Gegner und Kritiker abzukanzeln. Grundtenor war das starre Festhalten am Kampf gegen Drogen, Kriminalität und Korruption um jeden Preis. Dabei wünschen wir ihm wirklich alles Gute. Sollte es denn klappen, sollte er seine Politik durchbringen. Denn diese gerade Korruption nimmt Überhand auf der Welt in fast jedem Land. Wenn nicht sogar in jedem. Moskau, Russland, Washington. Russland verhalte sich unter den Bedingungen der Sanktionen ziemlich geduldig und beherrscht, werde allerdings irgendwann dazu gezwungen sein, auf die Frechheiten zu reagieren, sagte der russische Präsident an einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem finnischen Amtskollegen Niinistö. Die Antwort werde von den endgültigen Varianten des Gesetzes, das derzeit im VS-Senat behandelt werde, abhängen. Jedenfalls sei es dies ein Versuch, die geopolitischen Vorteile im Konkurrenzkampf mit dem Ziel auszunutzen, seine eigenen Wirtschaftsinteressen auf Kosten von Verbündeten durchzusetzen, um zu sichern, so der russische Staatschef weiter. Der Einzige, der einen Durchblick hat. Naja, die anderen vielleicht auch zum Teil, aber die wollen es nicht wahrhaben. Er sagt es öffentlich. Moskau, Taliban, Afghanistan. Das russische Außenministerium hat die Waffenlieferung an die Taliban dementiert. In einem gestern veröffentlichten Erklärung teilte das russische Außenministerium dazu mit, die Videos, die den Einsatz der russischen Waffen durch Taliban zeigten, sind unecht. Westliche Medien mit bestimmten Zwecken stellten solche Behauptungen auf, hieß es in der Erklärung. Das ist das Einzige, was die westlichen Medien wirklich können, hetzen gegen alles, was aus Russland kommt. Ihr solltet euch schämen, aber wirklich alle, ohne Ausnahme. Moskau, VN, New York. Russlands Vize-Außenminister Nebensia ist zum neuen UN-Botschafter seines Landes in New York ernannt worden. Wie der Kreml am Donnerstag mitteilte, nominierte Präsident Putin den Diplomaten per Dekret für die Nachfolge des im Februar gestorbenen Wassili Tschurkin. Tschurkin hatte Russland seit 2006 bei den Vereinten Nationen in New York und im VN-Sicherheitsrat vertreten. Der 1962 geborene Nebensia spricht Spanisch und Englisch und hat seit 2013 den Posten des stellvertretenden Außenministers inne. Kiew, Ukraine. Der ukrainische Präsident Poroschenko hat auf Twitter erfolgreiche Tests eines unbemannten Schützenpanzerwagens vom Typ Phantom II gemeldet. Poroschenko schrieb, leistungsstark und effektiv.
Er hat seine Robustheit bei erfolgreichen Übungen bewiesen. Naja, von Russen gebaut oder was? Gestohlen und anschließend als eigen ausgegeben. Kennen wir auch bei den Flugzeugen. Poroschenko sollte lieber seine Schokoladeneier herstellen oder Schokoladenweihnachtsmänner, kommt er weiter mit. Verdient auch mehr Geld mit. Brüssel, Berlin, Washington, Moskau. Berlin und Brüssel ziehen entschlossene Gegenmaßnahmen gegen den jüngsten VS-Gesetzentwurf zur Verschärfung der Russland-Sanktionen in Betracht. Dumm lässt grüßen, sage ich ja. Abhängigkeiten an die VSA. Der Entwurf, der die russische Wirtschaft umfassend attackiert und eine ökonomische Kriegserklärung an Moskau gleichkommt, trifft in erheblichem Maß auch deutsche Interessen, insbesondere die deutsche-russische Erdgaskooperation. Zudem droht er bestehende politische Spaltung in der EU zu vertiefen. Kann ich nur hoffen, dass unter anderem das ein Teil dazu beiträgt, dass die EU endlich auseinanderplatzt, was sie schon längst hätte sollen. Es wird allerhöchste Eisenbahn. Westindustrie-Nation, Spermienzahlrückgang. Männer aus westlichen Industrienationen produzieren nur noch halb so viele Spermien wie zu Beginn der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Auch aus etwa 7.500 Untersuchungen zum Thema gewählte die Gruppe 185 geeignete Studien aus, um eventuelle Störfaktoren auszuschließen. Anhand dieser Daten kommen sie bei der Spermakonzentration auf einen Rückgang von etwa 52% und sogar nahe 60% bei der Spermienanzahl. Das ist diese Verweichlichung und der Männer und dieses Fastfood-Fressen der Menschen überhaupt, der ganzen Pharma und alles, was man dazu machen kann. Und was noch hinzukommt, wir müssen nur nach oben zum Himmel gucken. Was darunter kommt, ist unglaublich. Mittelmeer Antischlepperaktion Schlepper. Die Aktionen sollten Flüchtlinge im Mittelmeer aufgreifen und sie wieder nach Afrika zurückbringen, war der Plan einer Gruppe von den Identitären, berichtete BR24. Doch der Schuss ging nach hinten los. Der Kapitän sitzt nach ersten Informationen in Haft wegen Menschenschmuggels. Die Schiffe der NGOs, die täglich Menschenschmuggel betreiben, sind natürlich nicht betroffen, ist völlig klar. So wird Politik dort gemacht und so kommen die maximal Pigmentierten zu Tausenden hierüber und wird überschwemmt. Auch das wird sich rächen. Ganz, ganz bestimmt sogar. Spanien, Invasion, Genf. Die Zahl der Flüchtlinge, die übers Mittelmeer in Spanien angekommen sind, hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt, geht aus Zahlen der UNHCR hervor, über die das Reaktionsnetzwerk Deutschland berichtete. Demnach sind bis zum 14. Juli dieses Jahres insgesamt 9.507 Flüchtlinge aus Afrika über das Mittelmeer an der spanischen Küste angekommen, was einem Anstieg um 93% entspricht. Wirst morgens wach und guckst auf der Straße und siehst nur noch schwarz. Deutschland, Invasionsfortsetzung. Politiker wie Martin Schulz waren ebenso vor der nächsten Flüchtlingskrise wie diverse bayerische Gemeinden, die sich in ihren Kapazitäten erschöpft sehen. Ministerpräsident Seehofer ist ebenfalls sicher, die Migrationswelle wird weitergehen. Rund ums Mittelmeer sind die Menschen ungeachtet aller Hindernisse wieder vermehrt in Richtung Europa unterwegs. Man befürchtet eine Wiederholung der Krise von 2015. Wenn dieser Zug nicht gestoppt werden kann, dürfte es nur noch an einer Wiederholung, nicht nur eine Wiederholung geben, sondern es wird noch schlimmer ausgehen. Das kann man aufnehmen, wie man will, gerade den letzten Halbsatz. Ich glaube, es wird noch schlimmer aussehen. Vor allen Dingen dann, wenn sie zurückgehen und zurücklaufen oder zurückgebracht werden, egal wie. Schorndorf, Migranten, Polizei. Schorndorf war wegen Migrantenrandale, sexuellen Belästigung und brutalen Angriff gegen Polizisten bundesweit in die Medienschlagzeilen gekommen. Natürlich wurde alles unternommen, den Ausnahmezustand, so Anwohner, herunterzureden und zu schreiben. Doch letztes Wochenende ereignete sich wieder ein Vorfall,
Die Kurzzusammenstellung bitte selbst lesen unter Nr. 23. Das sind ja alles nur Ausnahmen und Einzelfälle. Wenn es denn in die Tausende geht, sind das immer nur Einzelausnahmen? Kann ich mir schon fast nicht vorstellen. Deutschland, Lügenmedien, Journalistenrauswurf. Claudia Zimmermann machte Schlagzeilen, als sie in einer niederländischen Radiosendung zur Flüchtlingskrise erklärte, die öffentlich-rechtlichen Medien seien angewiesen, pro Regierung zu berichten. Im Falle Zimmermann übte der WDR Druck aus und die Journalistin rückte von ihrer Aussage ein wenig ab. Wie Media berichtete, nutzte das wenig. Sie verhandelt jetzt mit dem Sender über die Modalitäten der Trennung. Bei Sendern und Verlagen ist meine journalistische Karriere in Deutschland nach dieser Äußerung zu Ende, sagte sie. Ja, man darf nicht sagen, dass man eventuell eine eigene Meinung hat. Man darf auch die Wahrheit nicht sagen. Muss man nicht. Aber sie wollen, dass sie lügen, dass die Mainstream-Medien rundherum lügen und dass die Gutmenschen Schulter geklopft werden. Alles andere muss rausfliegen. Auch das hat bald ein Ende. Ganz bestimmt sogar. Deutschland BRID Enteignung. Nur weil das Thema finanzielle Repressionen aus den Schlagzeilen der Wirtschaftspresse verschwunden ist, in anderen Publikationen schaffte es dieses Phänomen ohnehin nichts, sollte man nicht dem Trugschluss unterliegen, dass es sich in der Zwischenzeit erledigt habe. Vor allem an der Null- und Negativzinsfront ist die schleichende Enteignung der Vermögensbesitzer in vollem Gange. Vermehrt wird aber auch jenseits von Spekulationen, von Sparkonten und Anleihen ein- und zugegriffen seitens des Staates. Die gute Nachricht. Bei allen Patienten, unabhängig von der individuellen Diagnose, verbessert sich der Zustand der roten Blutkörperchen, die Zellatmung, der Energiestoffwechsels und des Enzymstatus. Umweltgifte werden verstärkt ausgeschieden, freie Radikale besser neutralisiert, das Immunsystem gestärkt und der Stoffwechsel reguliert, resümierte der Leiter des Zytomed GmbH, eines Speziallabors für Blutzellanalyse, Umweltuntersuchung und klinisch-chemische Untersuchung in Baden-Württemberg. Die Wirkung der legendären alchemischen Goldessenz Aurum Potable nach nur dreitägiger Einnahme. Mal drüber nachdenken. Das war's. Mal sehen, was uns die kommende Woche bringt. Erstmal das Wochenende überstehen. Ich hoffe ja, dass wir noch mal ein bisschen besseres Wetter bekommen. Ansonsten war es das mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.